Jetzt müssen wir wirklich mal gucken, ob es da noch irgendwo weitergeht. Und hier kann man zwar nach rechts schwimmen, aber dann ist irgendwann ein Hindernis im Weg. Und hier? Vielleicht geht es auch hier nicht weiter. Glück gehabt, das gilt gerade so nicht. Dann kommt jetzt mal wieder der Gurken-Lucci-Ball aus Plastik. Boah, der funktioniert sogar mal. Kommt ja immer dieser Vogel. Und jetzt hat er natürlich wieder ein Item. Ist klar. Das ist ja echt sowas von vorprogrammiert, dass die wilden Pokémon nur dann ein Item haben können. Hey, jetzt nehme ich zum Beispiel auch schon wieder. Wenn man sie schon einmal gefangen hat anscheinend. Kann doch gar nicht sein. Das kann doch kein Zufallsgeneratorwerk sein, sondern es ist automatisch so. Vielleicht ist es sogar Absicht von den Programmierern, damit man mehr Pokébälle verschwenden muss. Wenn man irgendwelche solchen Items haben will. Da ist sogar was. Na toll. Das bringt mir ja mal voll viel. Das bedeutet einfach nur, dass ich einen Slot für Items weniger habe. Bis ich das Teil eingespeichert habe. Die eingespeicherten Items können wahrscheinlich auch nicht unendlich viele sein. Ach so, oder vielleicht bedeutet das Symbol ja gar nicht, dass das betreffende Pokémon ein Item hat, sondern nur, dass man es selber schon hat. Das wäre eigentlich jetzt die Erklärung. Dass man auf die Weise sehen kann, was man schon hat und wofür man also noch einen Pokéball verfeuern muss und wofür nicht. Das ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Dann macht das wieder Sinn. Praktisch so als Hilfe, damit man das immer propagierte Gotta Catch Them All auch wirklich schafft. Obwohl es ja absolut überhaupt keine Belohnung gibt, wenn man alle fängt. Außer, dass man dann ganz viel Zeit verschwendet hat. Das ist fast überall einfach mal Surf. Hä, da ist ein Hinweisschild auf der Insel. So ein komischer Köter. Das Problem ist, meine ist schon viel zu stark und wird wahrscheinlich alles killen. Jetzt alles, was nicht schon ein hohes Level hat. Magnitude gilt ihn bestimmt auch. Na klar. Dann halt eben nicht. Brauche ich ja eh nicht.
Hä? Heißt das, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Ja, da ist eine Höhle. Vielleicht muss man ja in die. Anscheinend nicht. Natürlich gilt das denen. Das gilt ihr nicht. Ist ja nervig. Ah, der ist jetzt ihn fast gekillt. Das heißt, jetzt könnte der Gurken-Pokéball vielleicht funktionieren. Was, wenn das wieder eins von den Viechern ist, wo man nur ganz wenig Chance hat, sie zu fangen? Ja, auch sein. Die zeigen nämlich noch nicht mal ihre Basischance an. Sondern die Basisfangchance, die müssen wir auf Wikipedia wieder nachgucken. Das ist echt voll zufällig. Und Einschläfern hilft ja auch nicht so wirklich. Wir können trotzdem immer noch frei brechen. Das muss doch möglich sein. Ach. Uns doch endlich mal. Sonst spielt nämlich dieser Professor wieder dauernd rum, dass ich ja gar nichts gefangen hätte. So wie ich das verstanden habe, ist die Chance nie genau 0%, sondern immer ein bisschen höher. Das heißt, wenn man oft genug lädt, dann muss es eigentlich irgendwann funzen. Ach komm schon. Dieser Dummi-Typi von einem Ball. Na endlich. Hat ja lang genug gedauert. Aus Versehen. Keine Ahnung, ob man hier irgendwas machen muss, um da reinzukommen. Ein Vibrator, den ich ja schon von Anfang an gehabt habe. Also auch der Vibrator zufällig kommen.
Aber weiterkommen tue ich nicht. Nerv. Irgendwo muss es doch mit Surf weitergehen. Bin ich schon wieder in Wikipedia nachgucken müssen, jetzt wo ich endlich Surf habe. Hier eigentlich. Sieht doch schon so aus, als wird es danach rechts weitergehen. Hey, endlich habe ich das Teil. Dann probiere ich das jetzt auch gleich mal aus. Das will ja gar nicht funktionieren. Was funzt das denn nicht? So was Komisches. Was muss das den denn killen? Komischer E-Nee-Angriff. Und natürlich wie immer der Gurken-Pokéball aus Plastik. Funzen können. Na, endlich. Ach, komm schon! Ey, ich hab doch die richtige Taste gedrückt. Hä? Was? Ey, ich hab doch alles richtig gemacht. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Na, jetzt funzt es mal wieder. Und natürlich kriege ich wieder nur diesen komischen Vogel. Was zum Teufel? Da kann man ja überhaupt nichts machen. Oh, das ist irgendwie so ganz umständlich. Also ich habe auch mit voller Absicht. Egal, dann kommen jetzt mal diese Nervköpfe hier. Hä? Ach, das ist wieder dieses TV-Team. Diese komischen Fritze-Typis. Thank you.
kommt. Doppelangriff. Und rum. Oder das hätte ja echt lustig sein, dass man da nur ein Wort hinschreiben kann. Man kann da nämlich sonst nichts hinschreiben. Hehe, natürlich. Bei den Elite vor ganz arg genervt, wenn ich mich richtig erinnere, also in Kristall. Allerdings hat er da auch ein viel höheres Level gehabt. Vor allem ein höheres Level als meine. Nervigen Baum wegkämmern, den eh keiner will. Hier dann einfach so langlaufen. Mal sehen, was hier zufällig kommen kann. Ich kann ja schon mal den Gurkenball versuchen, aber wahrscheinlich wird er jetzt erstmal nicht funzen. Vielleicht soll ich den Gurkenball mal auf einen Hotkey stellen. Hä, wie ging das denn nochmal? Da kriege ich jetzt gerade nicht hin.
Oh, der hat sogar gefunzt. Obwohl er ein Gurkenball ist. Das ist ja auch komisch, es gibt gar keinen pazifischen Ozean in der Welt von Pokémon. Den gibt's nur im RL. Den erstmal runter zu tackeln und dann wieder den Gurkenball aus Plastik zu werfen. Das auch noch. Na toll. Hier hat meiner wieder ganz viele Striche wegen nichts und wieder nichts. Natürlich ist das Bein auch immer noch dann aktiv, wenn der eingeschläfert ist. Sicher doch. Der ist doch eingeschläfert und fast tot. Na, jetzt hat's gefunzt. Natürlich ist es wieder so ein Nervkopfnerver. Das ist komisch. Ach toll, ich habe ja vergessen den aufzuwecken. Versuche ich das jetzt mal noch nachzuholen. Attack einsetzen. Ach so, das war glaube ich so ein komischer Golem. Müsste ja Wasser gut gegen den sein. Wenn der Type Rock ist. Nö, das gilt dir noch nicht mal. Ah, nochmal Surf. Level geschafft! Natürlich schon wieder so eine.
Das ist doch was Komisches. Ich frage mich echt, ob sich das aufbraucht. Ich möchte das mal ausprobieren. Weil ich ja auch so viel Bock auf einen Sandsturm habe. Kommt nicht irgendwann endlich mal wieder eine Stadt, wo man Striche holen könnte? Noch ewig lang nicht. Außer ich gehe nach oben. Wahrscheinlich alles Berries. Ehrlich. Kommt wahrscheinlich auch wieder Nerven. Ganz komisch. Da wird man auch noch lahmärschig, wenn man da durchläuft. Verstecken sich wieder solche Nervensägen. Ein einziges. Ist ja nervig. Warum unbedingt wieder Striche? Warum, dass ich nicht einfach Fly benutzen kann? Das muss ich erstmal noch irgendwo anders herkriegen. So, darf ich jetzt natürlich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. Wobei, so weit ist der Weg ja zum Glück gar nicht. Wenn ich jetzt die Stelle finden kann, wo man sich heilt. Ah, hier. So, jetzt will ich aber wirklich da oben weiter. Das ist doch der komische versteckte Typ ist. Er hat sogar drei. Der ist auch noch resistent dagegen.
sehe ich wegen diesem Nerv auch noch ganz viele Striche. Das passiert halt, wenn man so komisch ist und einen Sandsturm benutzt. Was? Das ist ja schummelig. Der nervt ja. Hey. Weiter mehr. War sogar ein super Item. Kriegt auf jeden Fall der Giftgast, weil er nur ganz wenig Special Defense hat. Wieder was, das noch nie gekommen ist. Was komisches. Ich sehe jetzt auch gerade nicht, was das war. Was komisches. Deckel einsetzen. Abgelevelt. Special Defense ist bei dem einfach viel zu schlecht. Ja, ey, ich brauch dieses HM. Zumindest früher oder später. Okay. Sind lauter so welche. Der hat einen Jackpot. Ich hoffe mal, dass das Viech in meinem Pokédex erscheint und ich dann gucken kann, wo zum Teufel ich sie herkrieg. Weil ich muss das irgendwo wild finden, wenn ich es in mein Team kriegen will. Weil da kann ich nämlich einfach nicht von dem klauen. Ich meine, man sieht ja, was der für eine Fähigkeit hat. Und ich will natürlich auch einen Aurora-Beam.
sowas Komisches. Mal sehen, ob er das jetzt nimmt. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn das Scary Face macht, ja, glaube ich, so, dass der Gegner weniger Verteidigung hat. Also total sinnlos eigentlich. Der hat einen komischen Pikachu. Mal sehen, ob der eine Chance hat. Aber diesen Devil-Gong gilt es dann natürlich irgendwie zu kriegen. Merkwürdigerweise ist es nämlich so, dass der Devil-Gong sogar im RL auch so ein komischer Seelöwe ist. Also der heißt da genauso. Jetzt ist es nur so, dass das wahrscheinlich nämlich so nervig ist, dass er hier nirgends erscheint. Dabei muss er das. Sonst kann ich ja nicht rausfinden, wo ich ihn herkriege. Der erscheint hier echt nicht, stimmt's? Warum denn nicht? Ich guck jetzt mal schnell auf Wikipedia, welche Nummer der angeblich haben soll. Na toll, das ist wirklich einer, der nicht im Pokédex erscheint, weil der Nummer 259 ist. Und es aber nur bis 202 geht. Was soll denn das? Dann kann ich ja jetzt gar nicht rausfinden, wo ich den herkriege, sondern muss einfach weiterhin Glück haben. Super. Dann kann es genauso gut sein, dass ich den nie finde. Beziehungsweise ich muss alles absuchen. Nerv. Und das andere, das ich noch in mein Team aufnehmen will, erscheint bestimmt auch nicht. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwann erscheint, aber dann möglicherweise wieder ohne die Möglichkeit für mich nachzugucken, wo ich es kriegen kann. Wahrscheinlich wird sich die Aufgabe, die restlichen beiden Teammitglieder zu finden, über das ganze LP hinziehen und vielleicht finde ich die sogar nie. Wenn der Pokédex so nervig ist und mir das nicht sagen will, kann ich doch dann gar nichts machen. Ja, wohl auch so ein Giftvieh. Will einen Devil-Gong haben, dann könnte ich den Super-Aurora-Beam einsetzen. Wenn ich Pech habe, dann kommt der einfach nicht. Ich frage mich, ob ich hier jetzt alle Trainer Nervköpfe besiegt habe. Wenn bei den vielen 100 Pokémon, die es gibt,
die Wahrscheinlichkeit, dass ich das finde, was ich suche, verdammt niedrig. Das werde ich ja dann nie finden. Weil die irgendwo in dieser riesengroßen Welt sein können. Oder nirgends, wenn ich Pech habe. Das sind ja lauter komische Flügelvögel. Den Flyheim muss ich auf jeden Fall auch noch irgendwie kriegen. Kann der den noch nicht mal anlabern? Ist das ein Dossi? Safe. Da ist schon wieder so hohes Gras. Ja, gleich 4. Aber wegen dem Dummi-Pokédex bringt's mir ja jetzt gar nichts mehr. Wenn der Gegner was nimmt, das ich dann später haben will. Hä, natürlich! Mit einem Strich wahrscheinlich. Wieder so eins. Kann mir ja ganz viel bringen. Ich hatte ja ganz viele so welche. Oder was anderes. Ja, schon was Komisches. Nicht sehr effektiv, kann ihn aber trotzdem vergiften. Ja, dieser Luschi, der soll gefälligst treffen. Na toll, jetzt trifft er bald gar nicht mehr. Bom. Okay, ich beende das Video.